Auf uns wartet erneut eine 10-Mario-Herausforderung bei Super Mario Maker auf der Wii U. Wir wollen mal gucken, was wir heute für Level bekommen. Die letzten Male waren da schon knackige Sachen bei. Aber manchmal mit Glück, manchmal mit Geschick. Und mit etwas Können haben wir dann auch diese Level beenden können. Und jetzt wollen wir mal gucken, nach dieser tragischen Geschichte, die wir gerade gesehen haben, welche Level uns heute geboten werden. Röhre nach drüben. Ja, okay. Kann ich mir gerade nicht viel darunter vorstellen. Aber einen Pilz nehme ich erstmal gerne. Dann gehen wir hier rein. Wo wir sagen, und haben wir ein Scrolling-Level? Ne, haben wir nicht. Irgendwie traue ich dem Ganzen hier noch nicht. Was haben wir denn da drin? Ja. Hier geht's nach oben. Und dann gucken wir mal, wohin uns diese Tür verschlägt. Zu einer neuen Tür. Okay. Und da ist das Ziel. Okay, kein Troll-Level. Ich habe immer irgendwie im Hinterkopf, dass das so ein Troll-Level sein könnte. So gezeichnet ist man schon von all den Troll-Level in Super Mario Maker. Okay, auf zum nächsten Level. In der Schuhfabrik. Ja, das nehmen wir gerne. Ich denke mal, ich brauche den Schuh. Ja, ich will unbedingt einen Schuh haben. Warum auch immer ich das glaube, den bräuchte ich, glaube ich. Dann komme ich da nämlich in diese Röhre rein. Und damit können wir diese Stampfattacke machen. Und dann kommen wir mal hier rein. Ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt hier soll. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Etwas Troll war dabei. Ich war eigentlich so stolz, dass ich das geschafft hatte. Und da ist das Ziel. Ja, okay. Ich dachte, ich hätte vielleicht den Ausgang zum Ziel gefunden oder eine Abkürzung gefunden. Nein, ich habe nur einen Raum voller Gegner gefunden. Ja gut, vielleicht war da auch noch irgendwo ein Leben versteckt. So, das Level haben wir beim letzten Mal auch schon gehabt. Aber das war nicht einfach, weil nämlich die großen Kanonen, die hier, also der jetzt nicht, aber den nächsten, mit diesen Schraubenschlüssel-Maulwürfen um sich werfen. Und das war echt fies. So, da kriegen wir, glaube ich, eine Blume. So, jetzt räumen wir das erstmal aus dem Weg. Und dann schauen wir mal, dass wir den nächsten hier auch noch kriegen. Da geht es dann runter, vermute ich es mal wieder. Ja, ich dachte, vielleicht gibt es da noch einen Secret-Weg oder so. Beim letzten Mal hatte ich, wo ich hier war, nämlich kein Power-Up gehabt. Da bin ich einfach da reingegangen. Jetzt will ich mal gucken, ob ich den vielleicht besiegen könnte. Und wenn ja, was ich dafür kriege, außer Punkte. Gar nichts bekomme ich. Hm, schade. Okay. Und damit sind wir am Ziel angekommen. Wie ich schon sagte, beim letzten Mal habe ich dieses Level gehabt, da habe ich mich bedeutend schwerer getan. Und dann war ich auch klein gewesen, als ich zu Bowser Jr. gegangen bin, dann bin ich einfach über den drüber gesprungen.
Ach, da schon wieder. Das habe ich auch schon mal gehabt. Das ist so ein nerviges Level. Ich weiß nicht, wie man so ein nerviges Level bauen kann. Den Pilz brauchen wir nämlich, weil gleich geht sie ab wie Schmidts Katze. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mich irgendwie beeile. Weil da vorne ist das Ziel. Und ich bin schon klein. Jawohl. Das ist schon eine kleine Herausforderung, finde ich. Aber da ich das Level schon kannte, Gott sei Dank, wusste ich schon mal so grob, was mich noch erwartet. Beinhaus. Ach genau, das sagt mir auch noch was. Und da brauche ich definitiv, wie auch immer ich jetzt da dran komme, dieses Power-Up. Weil, oh, das war knapp. Weil hier durchzukommen war nicht einfach. Aber ich hätte es auch geschafft, jetzt ohne Power-Up. Ich weiß, wo ich das erste Mal das gespielt habe, bin ich, glaube ich, viermal draufgegangen. So, Level Nummer 6. Ein Traum. Ich wollte sagen, bisher läuft der Part wirklich gut. Quasi wie ein Traum. Ja, okay. Ich traue dem Ganzen hier noch nicht. Irgendwie, deswegen bleibe ich mal hier unten. Das ist ein Pilz. Den nehmen wir mal mit. Wahrscheinlich können wir den auch gebrauchen. Und dann gehen wir mal hier weiter. Da ist noch ein Pilz. Irgendwie traue ich dem Ganzen hier noch nicht. Ich erwarte immer irgendein Troll. Aber bisher ist hier noch alles friedlich. Jetzt muss ich da rein. Okay, mal gucken, ob jetzt der Troll kommt, den ich erwarte. Ja, die scheinen auch alle Münzen zu werfen. Ja, okay. Jetzt geht's hier runter. Und dann mal gucken, wo es jetzt weitergeht. Und da ist wirklich das Ziel. Das war kein Troll-Level. Das ist ja interessant. Ein angenehmes Level nach zwei, drei hektischen. Das ist durchaus in Ordnung. Kann man mal machen. Und man kann seine Leben wieder auffüllen. 10 Leben haben wir wieder. Unendlich One-Ups. Ja gut, können eh nur maximal 3 kriegen pro Level. Habe ich mich jetzt erschrocken. Da geht's runter. Mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Ja gut, okay. Das wollen wir jetzt nicht. Wir haben gerade schon genug Münzen gesammelt. Ja, ist hier irgendwas? Ein Stern. Da sind die beiden Brüderchen. Und ich wollte sagen, ist gleich das Ziel da? Ne, auch nicht. Oh. Habe ich mir fast selber eine Falle gestellt hier. Da kommt einer runter. Da kommt noch einer runter. Und da ist das Ziel. Wunderbar. Und damit gehen wir jetzt mit 10 Leben ins nächste und ins letzte Level dieser 10er Mario-Herausforderung. Bowser auf der Flucht. Ich hätte gerne einen Pilz, wenn das irgendwie denkbar wäre. Dankeschön. Und den Yoshi hätte ich auch gerne. Da ist der Yoshi. Und dann
Hätte ich zwar damit Bowser bekämpfen können, aber das war mir jetzt zu mühselig. Und somit haben wir auch diese 10er Mario-Herausforderung geschafft. Das Ende wird uns gleich wieder bekannt vorkommen. Was soll's, mir macht der Modus derzeit richtig Spaß. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer MyGamingWorld 81. Thank you.